Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe vor Jahren mal das Thema angesprochen, wie gefährlich sind denn Wildschweine oder sind Wildschweine gefährlich? Ich weiß den genauen Titel nicht mehr. Jetzt ist es so, dass ich inzwischen diesbezüglich noch ein bisschen was dazugelernt habe und mir noch ein bisschen weitergehende Gedanken gemacht habe und auch ein bisschen natürlich weiter gelesen und weiter andere Experten befragt habe. Und man lernt halt eben entsprechend was dazu. Und da das doch auch ein wichtiges Thema ist und auch meine Art und Weise, Videos zu machen, vielleicht in diesem Punkt damals nicht so seriös gewesen ist, wie vielleicht für dieses doch etwas anspruchsvollere Thema, also beziehungsweise gefährliche Thema, vorsichtig ausgedrückt, angemessen gewesen wäre. Deswegen habe ich halt einfach beschlossen, ich mache das jetzt nochmal. Also quasi die Remake-Version 2018. Und ich möchte noch ein paar Dinge ergänzen, nämlich auch eben die Frage klären, was passiert denn jetzt, wenn es eskaliert, wenn die Sau jetzt doch angreift. Egal wie unglaublich unwahrscheinlich sowas ist. Ne? Wahrscheinlich wird man eher von einer Kokosnuss im Buchenwald erschlagen, als bei richtigem Verhalten von unser eins in einen bewaffneten Konflikt mit Wildschweinen zu geraten. Es ist immer ein bewaffneter Konflikt, weil das Wildschwein ist immer bewaffnet. Nicht, dass es das nötig hätte. So, und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht für den Zuschauer ganz praktisch, wenn wir einfach mal Eskalationsstufen definieren von 1 bis 5. So, Nummer 1, das hat jeder von uns bestimmt schon ganz oft erlebt, ist: Wildschwein bemerkt uns und haut ab. Wir bemerken Wildschwein nicht zwingend. Das kann auch sein, dass wir auch merken, oh, da hinten, was ist das? Ah, das ist ein Wildschwein und wuff, weg ist es. Das kann aber auch sein, dass wir überhaupt nie wissen, ob ein Wildschwein da gewesen ist, weil es uns auf ewig lange Entfernung schon gerochen hat und wusste, oh, der kommt hier lang, oh, nö, dann gehe ich lieber mal ein paar Schritte da hinter den nächsten Hügel, dann bemerkt er mich nicht. Und zack, haben wir nie gewusst, dass da ein Wildschwein war. Das werden wahrscheinlich so um die 90% aller Wildschweinbegegnungen überhaupt sein, weil die sind inzwischen relativ häufig. Das heißt, es wird wahrscheinlich wirklich sehr oft zu Wildschweinbegegnungen kommen, ohne dass wir das jemals erfahren. Und eine Gefahr besteht auf Level 1 für uns überhaupt nicht. Level 2 ist auch was häufiger vorkommt und eigentlich für mich immer ein Grund zur Freude. Man begegnet einer Rotte Wildschweine, die gerade fröhlich bei der Nahrungsaufnahme ist. Wer davon schon Angst hat, der sollte sich versuchen, in der Dämmerung aus dem Wald fernzuhalten. Gerade wenn es Abend wird oder wenn morgens so die Sonne aufgeht, kurz davor, kurz danach, da ist so die Zeit, gleich ist eben auch abends eben, kurz vor Sonnenuntergang, kurz danach, wo sie besonders gerne rauskommen und relativ ungestört irgendwo ihre Futterplätze entsprechend aufsuchen. So, bemerken die jetzt als ganze Rotte, dass da ein Fußgänger kommt, so ein Tourist, den sie auch als Tourist identifizieren, die sind nämlich, dazu kommen wir am Schluss, durchaus mehr oder weniger in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt ein Jäger, tut der mir was, oder ist das nur so ein üblicher Mensch, der quasi Status Milchkuh hat. Ist halt auch ein Tier, ist halt auch da, braucht mich nicht weiter interessieren, kann ich nicht essen, bringt mir nichts, wird ignoriert. Und das wird in den meisten Fällen so sein, dass wenn man wirklich so eine Rotte so antrifft, dass sie dann realisiert haben, ach, das ist nur so ein alter Spaziergänger, den kenne ich schon, kommen hier dauernd vorbei, interessiert uns nicht. So, das heißt, jetzt muss man nur noch so ein paar kleine Grundregeln beachten, einen Stock nehmen und auf die Wildschweine zustürmen und auf sie einprügeln, um eins zu erlegen, ist eine Scheißidee. Dementsprechend wäre eher eine andere Vorgehensweise zu empfehlen, nämlich man geht halt einfach drumherum und hält einen Mindestsicherheitsabstand von mindestens 50 Meter ein. Unter 50 Meter sollte man sich denen dann wirklich nicht nähern. Ich würde mehr empfehlen, wenn mehr möglich ist, aber mindestens entsprechend 50 Meter. Und jetzt muss man noch beachten, beim Umgehen dieser Wildschweinrotte, man sollte auch nicht allzu lange stehen bleiben, um noch 27 Fotos zu machen. Irgendwann kommt denen das dann nämlich auch spanisch vor. Und dann gucken sie vielleicht mal nach, warum diese komische Kuh da im Wald sich jetzt irgendwie seltsam verhält. Also das sollte man vielleicht auch eher sein lassen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Beim Umgehen so umgehen, dass die Wildschweine immer einen offenen Fluchtweg in die entgegengesetzte Richtung von einem selber haben.
Soll heißen, steht jetzt da hinten ein Haufen Wildschweine, dann kann ich links vorbei oder rechts vorbei, das ist egal. Die haben in alle Richtungen die Möglichkeit wegzurennen. Wäre jetzt hier eine Felswand und ich würde hier vorbeilaufen und die Wildschweine stehen hier in der Mitte auf Höhe meines Kopfes, dann hätten sie ja da keine Fluchtmöglichkeit mehr und werden in dem Moment, wo ich hier stehe und sie hier nicht flüchten können, sehr nervös. Und das kann in diesem Moment dann im schlimmsten Fall schon ungesund für uns werden. Das heißt, man müsste in diesem Szenario an der Felswand entlang an den Wildschweinen dann entsprechend vorbei oder, wenn man auf Nummer sicher gehen will, weil da vielleicht der Sicherheitsabstand zu den Wildschweinen ein bisschen kurz ist, man dreht halt wieder um. Ich meine, was will man im Wald? Ist es absolut unbedingt notwendig, jetzt an diesen Wildschweinen vorbeizulatschen oder kann man halt meinetwegen auch mit 4-5 Kilometern Umweg noch irgendwie anders wieder nach Hause kommen oder dahin, wo man halt hin möchte? Wäre unter Umständen gesünder. Gut, das war eben das Antreffen einer Gruppe Wildschweine. Jetzt machen wir Level 3. Da haben wir die Situation, dass das Wildschwein nicht sofort flüchtet, sobald wir ihm begegnen. Das kann sehr selten tatsächlich mal so im offenen Wald, wie ich hier eben entsprechend hocke, passieren, weil der Wind so ungünstig geht und vielleicht gerade so laut ist, dass einen das Wildschwein wirklich nicht schon vorher gehört hat, man selber das Wildschwein nicht vorher gehört hat, das Wildschwein einen nicht gerochen hat, weil der Wind aus der falschen Richtung kommt und plötzlich steht man da und das Wildschwein steht auch da und man guckt sich quasi an. Es kommt zu einer Interaktion. Das Wildschwein weiß, oh, jetzt ist da plötzlich einer da. Man selber weiß, oh, jetzt ist da plötzlich einer da. Was macht man dann? Man spricht freundlich mit dem Schwein, möglichst auf einer Sprache der eigenen Wahl, ist egal, und zieht sich langsam rückwärts zurück, bis der Sicherheitsabstand von 50 Metern Minimum entsprechend hergestellt ist. Und dann würde ich empfehlen, umdrehen und zügig in direkter Linie vom Wildschwein entfernen. Warum direkte Linie? Dann ist man am allerschnellsten weg. Weil das signalisiert dann dem Schwein auch, dass man auf keinen Fall Ärger mit dem Schwein haben möchte und das Schwein ist glücklich und wir sind auch glücklich und nichts ist passiert. Das wird in den allermeisten Fällen auch so ablaufen und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird sowas in der Richtung sicherlich auch in die Kommentare schreiben, dass er sowas schon erlebt hat. Ich persönlich hatte das noch nicht. Bei mir ist es immer bei Einser- oder Zweierbegegnungen geblieben. Das Krasseste, was ich mal hatte, war, dass hinter meinem Tarp plötzlich ein Frischling aufgetaucht ist. Also Schrägdach-Tarp-Konstruktion und ich habe dann halt den Kopf vorne rausgestreckt und nach hinten geguckt und dann stand so 6-7 Meter entfernt ein Frischling, der gerade mit der Nase im Dreck in meine Richtung unterwegs war und in dem Moment war aber auch schon aus dem Gebüsch zu hören, wahrscheinlich weil ich den Kopf rausgestreckt habe, aus dem Tarp, ein Quick und Frischling, Quick, Bump, raus. Also beziehungsweise rein in die Deckung, rein ins Gebüsch, da wo Mama halt eben entsprechend ist. Also selbst wenn man einem Frischling nahe kommt, heißt das noch lange nicht, das ist wichtig, dass deswegen automatisch sofort die Bache angreift. Wenn die Möglichkeit sieht, ihren Jungen ohne irgendwelche aggressiven Handlungen oder ihr Junges in Sicherheit zu bringen, dann tut sie das auch und da passiert überhaupt nichts, dass da irgendwas Schlimmes eben im Gange wäre. Trotzdem gilt natürlich, sollte man gerade auch eben versuchen, eben an einer Gruppe Wildschweine vorbeizukommen. Regel Nummer 1, niemals zwischen Frischling und Mutter. Das wäre schlecht. Andererseits, das schafft man auch fast nicht. Die bleiben ja schon nah bei der Mutter. Man muss schon sich Mühe geben, um zwischen Frischling und Mutter zu kommen, dass sowas durch Zufall passiert. Da sind wir wieder bei der statistischen Wahrscheinlichkeit der Kokosnuss, die einem im Buchenwald erschlägt. Aber zurück zu unserem Szenario 3. Wir begegnen also einem Schwein, ziehen uns freundlich mit dem Schwein sprechend langsam zurück, drehen uns um und hauen ab. Und die Situation ist gelöst. Wird, wie gesagt, in allermeisten Fällen so sein. Jetzt kommen wir zu Situation 4. Ist genau das gleiche Szenario, nur folgt uns das Schwein. Da gibt es auch so Berichte, dass das manchmal mal wieder vorkommt, insbesondere wenn dieses Schwein, das man da getroffen hat, halt eben in Keiler ist. Die haben deutlich mehr als die Bachen, teilweise ein etwas ausgeprägteres Revier-Verteidigungsverhalten und möchten sozusagen mit diesem Verfolgen im Regelfall sicherstellen, dass derjenige, der jetzt hier rumgestapft ist, der hier nichts zu suchen hat, auch wirklich weg ist. Und an der Stelle noch ein paar wichtige Ergänzungen. Wahrscheinlich handelt es sich hier entweder um einen relativ jungen Keiler, der beweisen muss, was für ein toller Hechter ist und einem deswegen folgt, oder um einen vielleicht auch nicht mehr ganz jungen Keiler, der gerade in der Rauschzeit sich befindet. Das ist so überwiegend in den Wintermonaten der Fall. Der leidet gerade unter hormoneller Verwirrung
und sieht deshalb Dinge als Gefahr und als Konkurrenz an, die eigentlich streng genommen keine sind. Da ist halt einfach ein bisschen eine gewisse Aggressivität in der Luft bei dem Tier. So, jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten, als ich sie später jetzt im weiteren Verlauf des Videos nenne, wie man sich verhalten kann. Das möchte ich der Vollständigkeit halber jetzt einfach nur nochmal ergänzen. Man kann einer Wildsau, die sich nähert, auch signalisieren, dass sie das zu lassen hat und eben entsprechend mit aggressiverer Sprache und auch aggressiveren Gesten zum Vertreiben der Wildsau, zum Beispiel mit den Armen wedeln oder dann wirklich mit einem Stock winken, sofern man einen dabei hat und solche Späße. Ich halte das für gefährlich, weil wenn die Wildsau weiß, dass sie ein Panzer auf vier Beinen quasi ist und uns körperlich extrem überlegen, dann wird die sich nicht von uns verscheuchen lassen. Im Gegenteil, sie wird sich wahrscheinlich eher provoziert fühlen, dann doch anzugreifen. Und deswegen halte ich immer deeskalierende Maßnahmen, bis es wirklich zu einem Angriff kommt und das dann auch wirklich eindeutig klar ist, für die bessere Lösung. So, aber jetzt weiter mit dem normalen Text. Trotzdem sollte man jetzt spätestens ab dieser Eskalationsstufe durchaus vorsichtig sein und ein kleines bisschen Muffensausen hat man wahrscheinlich sowieso, ist auch tatsächlich jetzt, wenn diese Situation eintritt, vorher nicht, aber jetzt wirklich ein bisschen angemessen. So, was kann man jetzt machen? Erstens, man kann auf den Baum klettern. Sieht da hinten jemand einen Baum, auf den man klettern kann? Nein? Ja, in der anderen Richtung ist auch keiner und da ist auch keiner. Könnt ihr mir glauben, es gibt in einem Hochwald mit einigermaßen alten Bäumen nur ganz selten mal wirklich einen Baum, auf den man klettern kann. Die Option, oh, wenn der böse Wolf kommt, klettere ich auf den Baum oder das Wildschwein, vergesst es. Das funktioniert wirklich nur in seltensten Ausnahmefällen. Sollte es tatsächlich mal möglich sein, dann kann man das durchaus machen, aber man darf es auf keinen Fall von ausgehen. Zweitens. Auf den Hochsitz klettern ist häufiger, als dass man auf den Baum klettern kann. Je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist, hat man vielleicht gerade erst einen Hochsitz gesehen, dann kann man dahin zurück. Manche erfahrene Wildschweine nähern sich ohnehin ungern Hochsitzen, weil sie wissen, davon da wird geschossen. Und das wäre eigentlich eine noch bessere Lösung, wenn man weiß, es ist in der Nähe einer. Falls einen Keiler verfolgt, dann wird er einen wahrscheinlich auch ein Weilchen verfolgen und nicht eine Minute lang und danach sofort angreifen, sondern es ist schon ein längerer Vorgang des Verfolgens, meistens. Aber in diesem Punkt bei Stufe 4 kann man sich da jetzt schon wirklich nicht mehr so ganz sicher sein. Es wäre also schon nicht ganz doof, sich möglichst zeitnah in Sicherheit zu bringen. Ja, das sind alles so Möglichkeiten. Erhöhtes Terrain halt irgendwie aufsuchen, wenn möglich. Wenn man da dann ist, dann kann man sich spätestens zu diesem Zeitpunkt vielleicht auf ein Vertreiben des Tieres einstellen, wenn man was Geeignetes dabei hat. Dazu kommen wir dann noch. Oder, das ist die bessere Lösung, man ruft halt jemanden an, der einen abholen kommen soll. Spätestens, wenn dieser jemand dann noch mit zwei Kumpels anrückt und entsprechend viel Lärm macht, dann wird auch der Keiler das Weite suchen. Will man auf ganz Nummer sicher gehen, kann man in dieser Situation durchaus berechtigterweise auch Feuerwehr, Polizei oder Ähnliches rufen, dass die einen dann eben entsprechend aus dem Wald holen, weil man halt eben jetzt hier, ne? Also ich glaube, die Polizei wäre da in diesem Fall die erste Anrufstelle, wenn man nicht einfach irgendwie, wie gesagt, die nächste Privatperson, die man da diesbezüglich kennt, rufen möchte. Oder man hat vielleicht die Telefonnummer vom Jäger, soll es ja auch geben. Das wäre natürlich noch idealer, dann kann man abends noch einen schönen Schinken oder einen Schnitzel oder was da halt so Schönes bei rauskommt dann. Ne? Genießen. Ist das Erreichen von höherem Terrain nicht möglich, dann muss man sich halt vom Keiler gegebenenfalls bis zurück ins Dorf verfolgen lassen oder irgendwo anders hin, wo man in Sicherheit wäre. Das Betreten eines Fahrzeugs, Gebäudes oder Ähnlichem wäre natürlich auch noch hilfreich. Sollte das alles keine Option sein oder man kriegt unterwegs zu viel Angst, dann kann man jetzt über die beiden mitführbaren Wildschwein-Abschreckwaffen nachdenken, falls man sowas dabei hat. Wenn nicht, dann nur die beschriebenen Möglichkeiten und mehr kann man nicht machen. Falls man aber was dabei hat, dann können das zwei mögliche Kategorien von Gegenständen sein, nämlich erstens
Tierabwehrmittel, Pfefferspray und alles, was damit zusammenhängt. Pfefferpistole, Schreckschusspistole mit Pfefferpatrone und was weiß ich, was alles dann noch so Lustiges auf dem Markt zu haben ist. Und es wäre dann schon ratenswert, wenn das wirklich zum Zwecke der Wildschweinabwehr, falls man das eben für sein Wohlbefinden mitnehmen muss, auch für die Psyche natürlich wichtig dann, dann sollte es aber auch schon was sein, was eine einigermaßen vernünftige Reichweite und vor allen Dingen was zielsicher ist. Also wenn man jetzt etwas hat, was so einen kleinen, konzentrierten Pfefferfleck durch die Gegend schießt, also so eine Pistole beispielsweise, dass man dann damit das Schwein trifft, wenn das mit Vollgas im Angriffsmodus ist. Nee, das ist unwahrscheinlich. Dann wäre vielleicht wirklich irgendwas mit einem größeren Sprühkegel, irgendeinem Schaum vielleicht, falls es den auch in größeren Mengen gibt, die man in größerer Fläche damit gleich zuschäumen kann. Oder insgesamt generell eine etwas größere Dose Pfefferspray und nicht so eine ganz kleine, wäre dann sicherlich nicht ganz verkehrt. Weil man muss das Vieh auch treffen. Aber angreifen tut es jetzt noch nicht. Das kommen wir später noch dazu. Ist die eine Sache, die eine Kategorie von Gegenständen. Die andere Kategorie von Gegenständen, da bin ich persönlich überzeugt, dass das auch helfen würde. Das darf man aber durchaus umstritten ansehen. Genauso wie eben auch das Pfefferspray und so weiter und so fort. Ob das wirklich wirkt, das ist auch hoch umstritten und das ist nicht gesagt. Es ist immer noch besser als nichts. Es ist nicht gut. Es ist aber etwas. Das gleiche gilt für Pyrotechnik. Natürlich können das jetzt, wenn man Geld sparen will, ein paar Böller vom Vorjahr sein. Das Dumme ist nur, dass man die nicht relativ kurzfristig griffbereit hat. Die muss man dann erst anzünden und so weiter und so fort. Und wenn man einen Böller einfach mal in den Wald schmeißt, dann kann es halt gleichzeitig auch noch sein, dass man den Wald anzündet. Deswegen würde ich von sowas tendenziell eher abraten wollen. Es gibt Leute, die haben sowas dabei. Wie gesagt, ich möchte davon eher abraten. Ich würde Folgendes empfehlen. Man kauft sich da einmal, dann hat man es. Ist zwar nicht ganz billig, aber dann hat man es halt. Man wird es wahrscheinlich sowieso nie brauchen. Eine Magnesium-Seenotrettungsfackel. Das ist quasi so eine schöne rote Röhre. Die kann man sich in den Rucksack schmeißen. Wenn man halt ein Mensch ist, der Angst vor Wildschweinen hat, nimmt die mit. Muss dann, um die zu zünden, quasi nur die Kappe abziehen und eventuell noch in irgend so ein Dingens ziehen. Und dann legt das Teil los, brennt mit extrem heißer, extrem heller, extrem rauchender Flamme. Und aus Sicht des Wildschweins ist man damit plötzlich dieses seltsame Tier, das gerade verfolgt wurde, das jetzt in Flammen steht. Und was ein Wildschwein dann mit Sicherheit, sofern es nicht völlig durchgedreht ist, die Möglichkeit besteht auch noch, aber das ist wieder, ich habe das Beispiel mit der Kokosnuss jetzt oft genug gebracht, ungefähr dieses Wahrscheinlichkeitsniveau. Das Wildschwein wird bestimmt nicht auf die Idee kommen, ein brennendes Tier anzugreifen. Das ist unwahrscheinlich. Alle Tiere haben Angst vor Feuer. Diese Fackeln sind extrem, was die Feuerleistung sozusagen angeht, und das Entzünden von diesem Ding wird auch nicht als aggressiver Akt wahrgenommen. Ne, hebt man einen Stock auf, hebt den hoch und macht böses Wildschwein, hau ab. Das könnte durchaus als aggressiver Akt wahrgenommen werden und eben dazu führen, dass es dann erst recht angreift. Zündet man einfach eine Fackel an, damit kann es nichts anfangen. Das ist im Tierreich keine Aktion, die für irgendwas gewertet werden kann. Ne? Das ist einfach nur verwirrend. Und dazu kommt dann noch Feuer plötzlich. Und dann wird es wahrscheinlich abhauen. Ich persönlich bin überzeugt. Erfahrungswerte habe ich persönlich Gott sei Dank keine. Anderer Leute Erfahrungswerte gibt es in diesem Bereich auch so gut wie keine oder überhaupt nicht. Aber es würde vielleicht einfach Sinn machen. Und für die Leute, die halt wirklich Angst vor Wildschweinen haben, bei denen das echt ein Faktor ist, weshalb sie ungern in den Wald gehen, für die könnte das durchaus einfach auch psychologisch ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor sein. So. Kommen wir zur möglichen Alternative zu Stufe 4, nämlich wir betreten eine Dickung. Das lässt sich ganz einfach vermeiden, indem wir keine Dickung betreten. Weil wo wohnen die Wildschweine? In der Dickung. Wo verstecken sie sich? Wo ist ihr Rückzugsort? Wo betritt man quasi das Wohnzimmer und Schlafzimmer der Wildschweine? In der Dickung. Was ist eine Dickung? Geht in irgendeinen Wald, wo die Bäume so dicht stehen, dass ihr kaum noch was seht, wo überall Versteckmöglichkeiten sind und man nicht weit gucken kann, dann seid ihr in der Dickung. Ist relativ simpel, das kann man noch genauer definieren, braucht man aber an dieser Stelle nicht. Wenn man nichts mehr sieht, wenn überall Verstecke da sind, dann ist es eine Dickung, da können Wildschweine drin hocken und wohnen da sozusagen. Und das Betreten derer Wohnung wird von denen als aggressiver Akt angesehen. Nicht ganz zu Unrecht, weil was willst du da, wenn nicht die Wildschweine stören, aus Sicht der Wildschweine. Und das bedeutet, wenn sie nicht alle davonrennen, greifen sie an. Und dann sind wir bei Punkt 5. Was
auch noch sehr wahrscheinlich ist übrigens, wenn man die Dickung betritt, ist, dass man irgendein, zur Zeit wirklich auch zu fast allen Jahreszeiten, irgendeine Bache, die gerade Frischlinge hat, die noch nicht rumlaufen können, die noch im Wurfkessel liegen, dabei eben stört, wie sie diese wärmt oder gerade säugt oder sonst irgendwas mit denen anstellt. Und dann hat sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie haut selber ab und überlässt dir ihre Frischlinge, was sie nicht tun wird, oder sie greift dich an. Und in diesem Fall hat sie damit auch ehrlich gesagt recht, weil geht nicht in die Dickung. Ist ganz einfach. Wer in die Dickung geht, hat es verdient, von der Bache den Fuß abgekaut zu bekommen. Ne? Also das wäre doof. Okay. Jetzt sind wir aber wirklich bei Stufe 5 und in Stufe 5 kommt es tatsächlich dazu, dass ein Angriff vom Wildschwein entweder kurz bevorsteht und es Anzeichen dafür gibt oder tatsächlich stattfindet. Es gibt auch Scheinangriffe, für uns aber keine Möglichkeit zu unterscheiden, ob es sich um einen Scheinangriff oder um einen echten handelt. Es wäre also gesünder, immer von einem echten auszugehen und nicht einfach stehen zu bleiben, wie das Karnickel im Scheinwerferlicht und davon auszugehen, ach, der blufft bloß. Das ist sicherlich nicht so gesund. So, jetzt muss man wissen, wenn ein Wildschwein eingreift, rennt es auf dich zu und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Bache wird wahrscheinlich dich erstmal über den Haufen rennen und vielleicht gegebenenfalls hinterher noch beißen. Was die nicht so gut können, das geht auch bis zu einem gewissen Grad, ist im Vorbeilaufen mit dem schön rausstehenden, lustigen Hauer, einem das komplette Bein von oben bis unten aufzureißen oder den Bauchraum aufzureißen oder gleich einen vollständig von oben bis unten aufzureißen. Das machen eher die Keiler. Die werden das dann nämlich auch versuchen. Man kann das also jetzt mal schön darstellen. Bache kommt so angerannt, duck, 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 und hier sind ich, duck, 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 puff. Und dann fliegst du halt auf die Fresse und gegebenenfalls verletzt man sich auch noch natürlich an deren Zähnen. Aber die sind halt nicht so gut geeignet, um einem wirklich sehr lange, super toll arteriell blutende Wunden beizubringen, die tödlich sind. Weil so schnell ist kein Rettungsdienst. Hingegen ein Keiler, der hat ja hier jetzt ne, die Hauer da, der kommt dann angerannt und hier stehe ich. Und der holt dann aus und buff, mit Schwung haut er dir quasi die Hauer in die Seite. So kämpfen auch Wildschweine untereinander. Die rennen so quasi aufeinander zu, weichen kurz aus und hauen dann mit Schmackes die Hauer in die Flanke des anderen. Ne? Und so greifen die auch eben alle anderen Tiere und Menschen und so weiter und so fort an. Und diese Hauer-Reinhau-Aktion bricht dir erstens mal beide Beine, bricht dir alles, was zu brechen ist, da hält nicht stand und reißt einem, wie gesagt, halt sämtliche Arterien, Venen und so weiter und so fort aus dem entsprechenden Bein raus. Das überlebt man nicht. Mit ganz, 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 ganz viel Glück war es halt doch nur eigentlich ein Scheinangriff mit leichtem Kontakt und dann hat man auch Dusel und überlebt das Ganze. Aber davon möchte ich eigentlich nicht ausgehen. Wenn die Wildsau angreift und man kann nichts tun, um sich zu verteidigen und wird volle Kanne erwischt und es ist ein Keiler, dann ist man wahrscheinlich tot. Das sollte einfach aus Sicherheitsgründen das Szenario sein, wovon wir jetzt mal ausgehen. Gut, was bei der Bache? Das tut auch weh, das führt garantiert auch zu Knochenbrüchen, wenn es dumm läuft. Und wie gesagt, zu diversen anderen Verletzungen, das ist aber wahrscheinlich zu überleben. Man sollte in diesem Fall, wenn man dann am Boden liegt und Schmerzen hat, versuchen, so schnell wie möglich irgendwie davon zu kriechen, solange das halt noch geht oder so weit es halt geht, einfach um der Bache nicht einen Grund zu geben, nochmal anzugreifen. Keiler, nochmal ein bisschen anders, kommen wir gleich noch zu. Woran bemerken wir denn jetzt, dass ein Angriff kurz bevorsteht? Beim Keiler, spätestens wenn er mit den Zähnen klappert, kann ich jetzt nicht so wirklich gut vormachen wie ein Keiler. Alternativ, insbesondere bei der Bache möglicherweise auch, wenn sie anfängt zu blasen. Also so ein schnaubendes Geräusch aus der Nase. Also so ein Pfft, so irgendwie was in der Richtung. Das ist eigentlich so ein generelles Warnsignal, auch für Kollegenschweine, dass hier jetzt irgendwas nicht koscher ist. Es ist auf jeden Fall ein Signal, die Situation beginnt zu eskalieren. Und das kann auch eben durchaus das sein, was dem Angriff schon vorgelagert ist. Spätestens also bei, auch ein Keiler kann blasen, ne? Aber spätestens beim Zähneklappern, beim Keiler kann man sicher sein, der greift jetzt an. Wenn du jetzt nicht das Weite suchst und in diesem Fall ist auch durchaus Wegrennen, bevor er angreift, sondern erst mit den Zähnen klappert, ist dann Wegrennen durchaus auch eine Option. Weil, das ist nämlich was, generell sollte man vor Raubtieren niemals wegrennen, damit löst man den Verfolgungsreflex aus und dann kommen sie und fressen dich. Das ist tatsächlich so.
Allerdings ist ein Wildschwein halt kein Raubtier. Das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und das ist echt was man im Hinterkopf behalten sollte. Nicht vor Raubtieren wegrennen. Vor Wildschweinen, das geht. Solange sie nicht angreifen. Erst solange der Angriff noch kurz bevorsteht. Dann kann man noch wirklich wegrennen. So schnell wie irgendwie geht. Das ist wichtig. Ist es schon zu spät und das Viech greift schon an, dann bringt Wegrennen nichts mehr, dann wird man eher noch schlimmer getroffen. In der Bewegung aus dem Wegrennen raus können die einen dann noch viel besser alles aufreißen und entsprechend zerfleischen. Und ich weiß, das ist jetzt nichts für schwache Nerven. Die kriegen einen. Man kann nicht schneller laufen als ein Wildschwein. Auch Usain Bolt ist langsamer als jedes noch so lahme Wildschwein und insbesondere mitten im Wald. Weil die können auf Waldstrecke problemlos 40 km/h erreichen. Wenn wir da mit 15 durch den Wald rennen, dann sind wir schon eigentlich ganz gut dabei, in Anbetracht dessen, dass wir nicht auf die Fresse fliegen wollen. Und deshalb sind die Maximalgeschwindigkeiten beim wie verrückt durch den Wald rennen gar nicht mal so hoch. Ne? Vielleicht 20 km/h. Schwein 40, hatte ich sofort. Und es sind auch keine langen Distanzen zwischen dir und Schwein in dem Moment, wo das Viech angreift. Das schaffst du nicht mehr. Bevor es angreift, ja, wenn es angreift, nicht. So, jetzt gehen wir mal davon aus, irgendein Wildschwein greift an. Jetzt erstmal egal, ob Keiler oder Bache. Was nun? Haben wir eine großkalibrige Schusswaffe dabei? Dann wissen wir sowieso, was zu tun ist und tun das dann entsprechend. Für alle anderen gilt, lasst den Stock weg. Zieht nicht euer Messer und versucht auf den Keiler einzustechen. Das sind Biopanzer sozusagen mit zwei Bajonett. Auf jeder Seite eins. Die sind völlig nicht kaputt kriegbar mit irgendwelchen lustigen Methoden, die man da an dieser Stelle anwenden könnte. Das führt lediglich dazu, dass man das Tier noch weiter provoziert und es einen dann wahrscheinlich wirklich tötet. Es kann nämlich durchaus sein, kein Mensch kann dazu irgendwelche Wahrscheinlichkeitsrechnungen abgeben, aber es ist durchaus möglich, dass auch ein Keiler oder eine Bache bei einem Angriff eben lässt, hat gemerkt, okay, den habe ich jetzt gegeben, jetzt versucht da zu entkommen, ist offensichtlich verletzt, das können die dann auch schon feststellen. Wie gesagt, die sind intelligent und dann ist es gut. Das kann so ausgehen und in dem Fall sollte man ganz bestimmt nicht versuchen, das Tier jetzt noch zu provozieren, indem man mit irgendeinem Knüppel drauf rumknüppelt. Das bringt 0, überhaupt gar nichts. Mit einem Messer drauf einstechen macht es auch erstmal nur wütender, kaputt bzw. tot bekommt man es höchstens. Und das ist nahezu unmöglich, wenn man irgendwie mit dem Messer ins Hirn kommt. Bis zum Herzen, das kannst du auch schon vergessen. Die haben sogar nahezu Knorpelpanzerplatten an ihren Schultern. Du hast also auch die Teile, die du erreichen könntest mit dem Messer, da kaum eine Chance, da wirklich massiven Schaden anzurichten. Erstens mal müsste es ein sehr, sehr langes Messer sein, um überhaupt bis zu den lebenswichtigen Organen zu kommen. Zweitens hat es dich bis zu diesem Zeitpunkt schon längst zerfetzt. Das kannst du vergessen, das funktioniert nie, nie. Auch nicht mit irgendeinem Selbstbauspieß. Der bleibt vielleicht im Wildschwein stecken, bricht aber wahrscheinlich. Und das hält das Wildschwein halt einfach auch nicht auf und hält es nicht davon ab, dich dann eben entsprechend in Fetzen zu reißen. Also irgendwelche Nahkampf-Gegenwehr-Maßnahmen bringen erstmal nichts. Insbesondere dann, wenn das Vieh gerade im Ansturm ist und auf einen losrennt und dann da den Stock vorhaltend, vergiss es. Das bringt nichts, das ist vielleicht lustig und ein ganz guter Gag, wenn man da Witzle drüber machen möchte, wie ich es schon getan habe. Ne? Aber bringen tut das ganz bestimmt nichts. Das also nochmal diesmal wirklich in aller Deutlichkeit, wer das tatsächlich damals nicht kapiert hatte, dass das nur ein Witz sein sollte, der hat es hoffentlich jetzt begriffen. So, jetzt haben wir nochmal beide Möglichkeiten, die wir schon bei Nummer 4 angesprochen hatten, eben diese Pfeffer-Variante, was auch immer eben davon, und eben die Pyrotechnik. Das bringt jetzt auch in dem Moment nichts mehr, wo das Viech gerade am Anstürmen ist. Da geht es um Sekunden. So schnell haben wir das erstens nicht griffbereit, außer wir haben schon vorher eben entsprechend griffbereit gehabt, weil es zu einer langfristigen Konfrontation mit dem Wildschwein gekommen ist. Dann kann man es versuchen. Grundsätzlich ist es so, dass rein theoretisch Pfefferspray in irgendeiner Form oder dieses Pfefferzeug halt eben sehr effizient auf Wildschweine wäre, wenn man sie dann eben entsprechend trifft, weil die ein extrem empfindliches Riechorgan haben und je empfindlicher das Riechorgan, desto größer der Schmerz, wenn dieses Riechorgan dann eben entsprechend von Pfefferspray oder ähnlichem getroffen wird. Aber man müsste es in diesem Moment wirklich schon in der Hand haben und das Problem ist, dadurch wird das Schwein nicht langsamer. Das trifft dich trotzdem.
Das fängt ja nicht plötzlich an, auf halber Strecke dann stehen zu bleiben und mal kurz zu niesen, zum Beispiel. Also das bringt in dieser Situation nichts. Das sorgt vielleicht dafür, dass es keinen zweiten Angriff mehr gibt, aber dann bist du eben sowieso schon trotzdem schwer verletzt oder eben tot. Gleiches gilt für die Pyrotechnik. Wenn das wirklich kurz vorm Auftreffen auf dich ist und du zündest in dem Moment die Fackel, unwahrscheinlich, dass das dann noch was hilft. Vielleicht eher als der Pfeffer, könnte ich mir persönlich vorstellen. Aber auch da ist es einfach unwahrscheinlich, dass das dann in einem stattfindenden Angriff noch was hilft. Was hilft denn stattdessen? Naja, irgendein Objekt zwischen sich und das Schwein bringen, weil die sehen nicht gut. Hält man also kurz vorm Auftreffen des Schweins auf einen selber irgendwas zwischen sich und das Schwein, dann ist schon die Chance gegeben, dass das Schwein erstmal da reinrennt. Was bietet sich da an? Ein Rucksack. Eventuell ist man mit dem Fahrrad unterwegs und es kommt zu einer Wildschweinbegegnung, dann kann man sein Fahrrad zwischen sich und Schwein bringen. Das wird trotzdem wehtun, dem Fahrrad auch, dem Rucksack auch. Aber gerade insbesondere, wenn es jetzt zum Beispiel ein Keiler ist, könnte man damit eventuell die vernichtende Wirkung der Hauer ein wenig dämpfen, wenn da jetzt ein Rucksack quasi drauf liegt. Dann erwischt er einen trotzdem immer noch mit seiner Wahnsinnswucht. Aber nehmen wir mal an, dem reicht der eine Angriff, um klarzustellen, dass er der Chef ist. Man hatte den Rucksack dazwischen und man wurde jetzt halt nicht aufgespießt bzw. aufgerissen von oben bis unten und kommt jetzt mit einem gebrochenen Bein aus dem Wald kriechend irgendwie wieder nach Hause. Beispielsweise. Also das wäre auf jeden Fall eine halbwegs sinnmachende Verteidigungsmöglichkeit. Immer noch besser als nichts. Wir gehen ja davon aus, die Alternative ist stehen bleiben und hoffen, dass es halt nicht allzu sehr wehtut. Deswegen, das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die viel diskutiert wird und meiner Meinung nach auch durchaus Sinn machen könnte, falls man noch genug Zeit hat, das muss auch erstmal von der Situation abhängig sein, aber falls man noch genug Zeit hat, hinterm Baum verstecken. Weil dieser superfrontale Ansturm, der ist damit erstmal ein bisschen gedämpft. Und jetzt gibt es einen Vorteil, den wir als extrem schwaches Säugetier, das körperlich fast keinerlei Vorteile hat, halt doch haben. Wir können aufgrund unserer Zweibeinigkeit relativ schnell um einen Baum hüpfen. Ein Wildschwein ist da eher langsamer. Wenn man also bei irgendeiner Aktivität schneller sein möchte als ein Wildschwein, dann beim Hoppeln um einen Baum. Da könnte es nämlich dann doch durchaus sein, dass das Schwein nicht unbedingt auf die Idee kommt, da einfach super enge Kreise drum zu ziehen, sondern vielleicht auch versucht, auf allen Vieren dann so zwei Schrittchen zur Seite zu machen. Und Schritte zur Seite können wir als Zweibeiner eben viel besser als ein Vierbeiner, insbesondere so ein Wildschwein. Und damit ist der Angriff an sich jetzt erstmal unterbrochen, dieser Ansturmangriff. Und jetzt besteht wieder eine Chance, keine Ahnung, wie hoch die ist, dass das dem Schwein jetzt schon reicht. Okay, jetzt ist er halt plötzlich weg. Wo ist er denn jetzt? Aber na gut, ich habe ja klargestellt, dass ich angegriffen habe. Gerade für Situationen, in denen es vielleicht ein Scheinangriff gewesen wäre, ist das dann auch nochmal praktisch, weil vielleicht war es ja gar kein echter. Wir waren trotzdem in Sicherheit und wir können uns jetzt vom Acker machen, weil wir ja gemerkt haben, okay, gut, das scheint ihm jetzt zu reichen. Man sollte aber dann wirklich, nachdem es einem gelungen ist, eben auf diesem Wege einen Angriff abzuwehren, sich dann auch möglichst schnell vom Acker machen, durchaus flüchten. Also nicht gemütlich davongehen und mit dem Schwein anfangen zu reden, sondern wegrennen. Oder halt eben, das Schwein bleibt aggressiv, versucht einem nachzusetzen, verfolgt einen regelrecht, versucht weiter in einen reinzukommen. In diesem Fall entweder weiter versuchen, irgendwie Rucksack zwischen sich und Schwein zu halten, bis das Schwein halt irgendwie ablässt. Oder halt, was man sonst hat, anstatt Rucksack. Oder weiter um den Baum rennen und versuchen, auf diesem Wege irgendwie dem Schwein zu entkommen. Sollte es eine Situation sein, in der man jetzt die Zeit hat, sein Wildschweinabwehrgerät zu benutzen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, um das eben zu tun. Also nach der Abwehr des ersten Angriffs hat man dann vielleicht die Möglichkeit dazu. Vielleicht. Und das könnte dann jetzt in diesem Fall auch funktionieren, weil das Schwein jetzt, wenn es zum Beispiel mit einem um den Baum rennt, relativ nah ist. Dass man dann auch trifft mit irgendeinem Pfeffergerät, das ist jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und den Super-Ultra-Schwung, der sich nicht stoppen lässt, den hat es in diesem Moment auch nicht mehr. Also jetzt wäre ein Treffer mit irgendwelchem Pfefferzeug dann auch hilfreich. Das gleiche gilt für jetzt irgendwelche Pyrotechnik zünden. Dann kriegt es auch in diesem Moment plötzlich Angst und wird eventuell das Weite suchen, beziehungsweise einen zumindest nicht mehr verfolgen, wenn man jetzt mit der Fackel in der Hand eben entsprechend davon rennt. Jetzt, Fazit.
auch wenn wir jetzt die ganzen fiesen Eskalationssituationen ein bisschen angesprochen haben, die Chance, dass einem irgendwas passiert im Wald durch Wildschwein, die ist wahnsinnig gering, solange man nicht in die Dickung reinlatscht. Das ist der eine große Fehler, den man machen kann. Der zweite große Fehler, den man machen kann, ist einer Gruppe Wildschweine, die man sieht, die einen auch bemerkt haben, zu nahe kommen. Und der dritte große Fehler, den man machen kann, den habe ich jetzt noch nicht genannt, ist sich benehmen, als wäre man der Jäger. Sprich, so zu tun, als wäre man der Jäger und dann keine Schusswaffe zu besitzen, das kann auch böse ausgehen. Das war nämlich was, was eben in den Kommentaren mehrfach gesagt wurde bei der ersten Version dieses Videos, dass ja Jäger ganz oft gemerkt haben, dass Wildschweine halt eben durchaus sehr schnell aggressives Verhalten zeigen und sobald man sich denen nähert, dann gehen die quasi auf einen los und rennen einen über den Haufen und so weiter und so fort. Das ist auch vollkommen richtig. Ich zweifle auch nicht an der Korrektheit dieser Berichte. Aber da muss man halt auch eben sagen, das sind Jäger und das Wildschwein ist so eins der intelligentesten Tiere, die bei uns im Wald eben rumrennen und kann halt wirklich die Unterscheidung machen, das ist jetzt jemand, der hat es auf mich abgesehen, das ist jetzt einer von diesen alten Jägern, der will mir gefährlich werden und kann aber auch feststellen, okay, das ist jetzt bloß ein Tourist, der ist zwar jetzt hier mitten in meinem Wohnzimmer, aber der ist eher nur zufällig da. Es ist wirklich nachweislich, da bin ich völlig von überzeugt, ein Unterschied, ob man als Jäger eine Begegnung mit einem Wildschwein hat oder als stinknormaler Waldtourist, der sich auch so verhält. So, das heißt jetzt also, wer für die Zombie-Apokalypse trainiert und durch den Wald schleicht und Jagd auf imaginäre Zombies macht und bei diesem Jagdtraining in Anführungszeichen oder Zombie-Apokalypsen-Training oder wie auch immer ihr das nennen wollt, dann einem Wildschwein begegnet und sich so verdächtig verhalten hat, als wäre er ein Jäger und schleicht hier durch die Gegend, dann sind die Chancen, dass das Wildschwein aggressiv wird, höher, als eben wenn man einfach so laut vor sich hin singend auf dem hohen Wagen oder so ein Quatsch durch den Wald stapft. Das ist also wirklich, wirklich ein Unterschied. Deswegen ist einfach die Wahrnehmung eine andere. Der Jäger mag einem erzählen, wie furchtbar schlimm Wildschweine sind und wie gefährlich Wildschweine sind. Und für ihn stimmt das auch völlig, aber halt eben nicht für den normalen Waldtouristen, der auch kein Gewehr mit sich führt und nach Schießpulver riecht. Allein das ist eine geruchstechnisch durchaus deutliche Unterscheidung, insbesondere wenn das Gewehr mal abgefeuert wurde. Das weiß ich noch aus der Bundeswehr. Ein Schuss und schon riechst du überall Schießpulver. Also das ist selbst für mich als Mensch mit sehr schlechter Nase noch riechbar. Das Wildschwein, das riecht garantiert jede Patrone. Also man kann da sich so seine Gedanken machen. Und dann gibt's noch den Sonderfall mit dem krank geschossenen Keiler. Das ist so eine recht seltene Sache, aber wenn, dann... Gerade bei Keilern, die sind einfach super stabil. Das sind Panzer auf vier Beinen. Wenn man die angeschossen hat, dann gehen die nicht unbedingt gleich kaputt, ne? Sondern flüchten und überleben tatsächlich teilweise krass schwere Schussverletzungen trotzdem noch, haben aber dann den Rest ihres Lebens erstmal Schmerzen. Das kann halt eben dazu führen, dass die dann kein typisches Verhalten mehr an den Tag legen und einfach generell wahnsinnig aggressiv auf Menschen reagieren. Vielleicht, weil sie zuordnen können, dass ein Mensch daran schuld ist, dass sie jetzt so verletzt sind. Kann sein. Kann man vermuten, muss man nicht. Jedenfalls, so ein Tier besitzt kein vernünftiges, normales Verhalten, wie man sich quasi drauf einstellen könnte mehr. Und da kann es also durchaus passieren, man sieht das Tier sieht ein, das Tier greift an. Buff. Das ist ein gewisses Restrisiko, das wir in jedem Fall in Kauf nehmen müssen, wenn wir den Wald betreten, dass uns ein krankgeschossener Keiler begegnet, das kann immer passieren. Das ist auch hier wieder saumäßig unwahrscheinlich. Über die Straße gehen ist wahrscheinlich 10-mal gefährlicher, egal welche Straße. Aber diese Option besteht. Und letztendlich ist das und die Sache mit dem Betreten von Dickungen, das sind so die zwei Risikofaktoren, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn es wirklich darum geht, ob die Wildsau für einen Otto-Normal-Waldbesucher oder auch einen Bushcrafter oder einen Survivalisten gefährlich sein kann, solange er nicht die Dickung betritt. Ist nämlich nur noch das Risiko mit dem krankgeschossenen Keiler gegeben. Und wie gesagt, das ist super, super, super gering. Vom Blitz getroffen werden hat wahrscheinlich eine ähnliche Wahrscheinlichkeit und all solche sehr, sehr kuriosen Todesarten. Aber letztendlich ist das auch das einzige, mehr oder weniger, Risiko, das eine größere Rolle spielt. Die Chance, dass irgendeine andere Wildschweinbegegnung, wenn sie dann überhaupt stattfindet, eskaliert, das ist ganz
ganz, 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 ganz noch geringer als vom Blitz getroffen zu werden wahrscheinlich. Ne? Also auch wenn man sich die Statistik mal anguckt, wie viele Leute denn durch Wildschweinangriffe gestorben sind und dann sich anschaut, wie viele davon waren Jäger und wie viele davon waren Touristen. Und dann kann man relativ auch schön an den Zahlen erkennen, oh, da gibt es ja einen Zusammenhang. Hm, eigenartig, eigenartig. Wildschweine wehren sich, wenn sie bejagt werden. Hm, warum machen die das? Sind die dumm? Hm. So, und damit wird es dunkel und ich verschwinde wieder nach Hause. Macht's gut.